Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, Heiligabend ohne Gottesdienst, das geht gar nicht. Eigentlich würden wir jetzt in allen unseren Memminger Kirchen ganz viele Gottesdienste feiern und die Kirchen wären voll, aber Corona hat es leider verhindert. Nachdem Sie heute nicht in den Gottesdienst gehen können, wo Sie vielleicht gerne gegangen wären, wollen wir mit dem Weihnachtsgottesdienst gerne zu Ihnen in Ihre Wohnzimmer kommen. Und deshalb feiern wir gemeinsam einen Online-Gottesdienst. Und den feiern wir an verschiedenen Orten in unserer Stadt, denn das Evangelium soll ja eben hinaus in die Stadt Memmingen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören Prophetenworte aus dem Micha-Buch. Aber du, Bethlehem Ephrata, bist zwar klein unter den Sippen Judas, aus dir wird mir aber einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Seine Ursprünge liegen in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. Darum gibt er sie preis, bis zu der Zeit, da die Gebärende geboren hat. Dann wird der Rest seiner Brüder zurückkehren zu den Söhnen Israels. Er wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Sie werden in Sicherheit wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Grenzen der Erde und er wird der Friede sein. Der Prophet Micha erzählt von Bethlehem, dem kleinen Ort im Land Juda. Ein kleines Kaff, könnte man sagen, irgendwo am Rand der großen Stadt Jerusalem. Nichts, was besonders wäre, außer aus diesem kleinen Ort kam schon einmal ein König. König David, der wurde da gefunden. Da wurde er geholt von der Herde weg, um der König von Israel zu sein. Bethlehem ist ein königlicher Ort und an dem muss der Heiland geboren werden, so sagt der Prophet. Bethlehem wird etwas ganz Großes erleben. Und der Prophet redet vom Rest des Volkes, der zurückkehrt. Alles muss zurück auf Anfang. Was kaputt gegangen ist, was nicht mehr in Ordnung war, muss von vorne beginnen dürfen. Das ist die Botschaft. Es kommt etwas ganz Neues. Back to the roots. Es geht von vorne los. Bethlehem, das Wort bedeutet Haus des Brotes. Der, dessen Geburt da angesagt wird, der ist der, der das Brot ist. Jesus selber wird von sich sagen, ich bin das Brot des Lebens. Und er wird am Abend vor seinem Leiden das Brot in die Hand nehmen, brechen und sagen, das ist mein Leib. In Bethlehem, der königlichen Stadt des Restes, ist das schon vorgezeichnet. Der Prophet Micha malt ein Bild, das an Weihnachten vollendet wird. Es kommt der Große, der alles gut macht. Was für eine Botschaft für diese Nacht.
Wir stehen mitten in der Fußgängerzone hier in Memmingen. Mitten in die Welt hinein wurde Christus geboren. Mitten in der Welt bitten wir um die Gnade und Güte Gottes. Herr Jesus Christus, du kommst in unsere Welt. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du schenkst dich selbst aus Liebe an uns. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du willst unsere Herzen erhellen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasst uns beten. Guter Gott, aus Liebe hast du uns Menschen erschaffen und willst, dass unser Leben Freude und Frieden für uns und andere bringt. In Jesus bist du selbst Mensch geworden. Du weißt um alle Not, die Menschen widerfährt, und um alles Leid, das Menschen einander antun. Heile unsere Zerbrechlichkeit. Erfülle, was in unseren Herzen leer oder zerbrochen ist, mit deiner Liebe. So kann das Licht dieser Nacht durch sie hindurch leuchten und unser Leben und unsere Welt erhellen. Dafür danken wir dir und loben dich heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Amen. Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde, und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Kleine Ursache, große Wirkung. Und damit meine ich ausnahmsweise einmal nicht das Virus, obwohl dieser Satz ja auch ganz gut zu ihm passen würde. Kleine Ursache, große Wirkung. Das beschreibt das Zentrum des Heiligen Abends. Der Prophet Jesaja erzählt: Uns ist ein Kind geboren. Eigentlich keine große Sache. Ein Baby ist klein,
zart, hilfebedürftig. Wie kann von einem so schutzbedürftigen Wesen, das irgendwann irgendwo auf dieser Welt geboren wurde, plötzlich eine große Wirkung ausgehen? Geburten gehören zum Alltag, sind Alltag. Seit es den Menschen gibt, ist das ungefähr 110 Milliarden Mal passiert. Aber fragen Sie mal ein junges Elternpaar, das gerade ein Kind bekommen hat. Das erzählt Ihnen etwas von der Wirkung der Geburt. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Der Alltag, das ganze Leben, alles steht plötzlich Kopf. Wenn man so ein Bündel Menschen in den Armen hält, dann ist plötzlich das, was vorher wichtig war, jetzt total unwichtig. Und anderes, was einem gar nicht wichtig war, steht plötzlich im Zentrum. An diese Erfahrung sollten wir denken, wenn wir heute Abend eine kleine Krippenfigur unter den Weihnachtsbaum in die Krippe hineinlegen. Auch die Geburt Jesu ist von großer Wirkung und verändert unseren Alltag. Sein Kommen in unsere Welt macht sie heller, klarer, wärmer. Jesaja sagt, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Vielleicht erscheint mir heute das Licht Jesu wie ein kurzer Gedankenblitz, der mich manches klarer sehen lässt. Vielleicht ist sein Licht heute wie das Licht einer Kerze, das meine Dunkelheit erhellt. Wenn Sorgen auf mir lasten, wenn Trauer mir das Herz schwer macht, vielleicht verbindet mich das Licht Jesu heute Abend mit Menschen, die mir ganz besonders fehlen, an die ich heute denke, für die ich bete. Kleine Ursache, große Wirkung. Die Botschaft dieses Abends kann unser Leben in ein neues Licht tauchen. Wir stehen auf dem Marktplatz, mitten in unserer Stadt. Und genau da hinein, in unsere Stadt, soll das Weihnachtsevangelium verkündet werden. Wir hören die Worte aus dem Lukasevangelium. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land, zur Stadt Davids,
die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt ist, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Es ist der Retter geboren in dieser Nacht. Euch ist heute der Retter geboren, sagt der Engel den Hirten. Ich stell sie mir vor, wie sie da sind mit ihren Herden, irgendwie verwegene Gestalten, vom Wetter gegerbt, einfache Typen. Denen, sagt der Engel mitten hinein, euch ist der Retter geboren. Brauchen sie den eigentlich? Der Retter ist der Retter aus der Not, der, der es gut macht, der, der dafür da ist, uns den besseren Weg zu zeigen. So wird es den Hirten verkauft. So werden sie voller Freude an die Krippe laufen. Es ist der Retter in der Dunkelheit, der, der die Dunkelheit der Nacht erhellt. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass das Ereignis der Geburt Gottes in der Nacht passiert, genauso wie seine Auferstehung in der Nacht passieren wird. Er ist der, der das Licht in die Dunkelheit bringt, der Retter, der hell macht, und zwar für alle. Es sind die einfachen Leute, die Hirten, die als Erste von der Botschaft hören, die, die einen Retter nötig haben, wie wir alle. Weihnachten sagt: Dieser Retter, der da geboren ist, ist deiner. Deiner, meiner und der von allen anderen. Die Botschaft von Weihnachten, euch ist heute der Retter geboren, geht alle an. Aber was bringt uns dieser Retter eigentlich in der heutigen Zeit? Dieser Retter, von dem wir da hören, der verspricht keine Hilfsfonds und er baut auch keinen Virenschutzschirm um uns herum auf. Dieser Retter, von dem wir hören, er hat auch keinen Impfstoff in der Rückhand. Herdenimmunität verschafft er uns nicht. Herdenimmunität. Irgendwie passt dieses Wort ja auch zu diesem Abend. Da wird ja auch von Hirten und Herden gesprochen. Und in gewisser Weise verschafft uns die Botschaft dieses Kindes in der Krippe auch eine Art Herdenimmunität. Eine Unempfindlichkeit für die Seele. Die himmlischen Heerscharen impfen den Hirten ein, den entscheidenden Satz des Evangeliums: Fürchtet euch nicht. Diese Zusage haben die Hirten bitter nötig. Nichts war mehr wie vorher auf ihrem Feld, dort in der Dunkelheit auf der Weide. Was sich in den Hirten abspielt, ist keinem von uns fremd. Das Gefühl, aus der Bahn geworfen zu werden, die Sorge, weil Vertrautes plötzlich wegbricht,
die bange Frage, was die Zukunft wohl bringen wird. Diese Mischung aus Sorge, Angst und Erschrecken kann einen lähmen, ja gefangen nehmen. Dann schlägt man vielleicht aus lauter Furcht um sich. Oder man reimt sich wilde Theorien über Gott und die Welt zusammen. Misstrauisch wittert man dann hinter jedem und allem eine Verschwörung. In so einer Lage tut der Zuspruch gut. Er tut Not. Fürchtet euch nicht. So wie bei den Hirten damals. Ihnen hilft das Fürchte dich nicht der Engel. Es hilft ihnen, wieder zur Besinnung zu kommen, alle Angst abzuschütteln, um sich auf den Weg zur Krippe zu machen. Auch wir brauchen jemanden, der uns die Angst nimmt, wenn uns das Leben das Fürchten lehrt. Darum sendet Gott seinen Sohn in diese Welt, damit wir durch ihn wieder Vertrauen lernen, unsere Angst loswerden, Hoffnung und Zuversicht empfinden. Und auch wenn wir in diesem Jahr die Geburt Jesu ganz anders feiern, als wir es uns vorgestellt und auch gewünscht haben, dennoch ist seine Ankunft in dieser Welt ein Grund zur Freude. Wenn wir uns darauf besinnen, dann kann auch dieses Fest ein fröhliches Weihnachten werden. Wir stehen über den Dächern unserer Stadt und wollen Fürbitte halten. Gott, unser Vater, in Jesus Christus kommst du in unsere Welt, um sie mit dem Licht deiner Liebe zu erfüllen. Vor dich bringen wir unsere Anliegen. Wir beten für alle Menschen, die heute allein bleiben und ihre Familien und Freunde vermissen. Stärke in ihnen das Gefühl, dass wir in deiner Liebe über alle Entfernungen und Grenzen hinweg miteinander verbunden sind. Licht, das die Nacht erhellt, sei ihnen nahe. Für alle, die heute und an den Feiertagen arbeiten, segne ihren Einsatz und erfülle ihr Leben mit der Freude der Weihnachtsbotschaft. Licht, das die Nacht erhellt, sei ihnen nahe.
für alle, die unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden und sich um ihre Gesundheit oder ihre Existenz sorgen. Schenke ihnen Kraft und Zuversicht. Licht, das die Nacht erhellt, sei ihnen nahe. Für alle Menschen, die in Not und Elend sind, in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln, im zerstörten Beirut, in den Diktaturen und Gewaltherrschaften dieser Welt, dass wir sie nicht vergessen, sondern ihnen beistehen in Wort und Tat. Licht, das die Nacht erhellt, sei ihnen nahe. Für uns selbst, dass dein Geist uns erfüllt und die frohe Botschaft durch unser Leben und Handeln Hand und Fuß bekommt. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns gemeinsam beten, wie Jesus selber uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Segen Gottes soll euch begleiten, heute an diesem Abend und alle Tage eures Lebens. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. So segne und behüte euch der gütige und allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.